Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner Bücherwoche. Endlich ist der Sommer da und ich habe schon in der letzten Bücherwoche darüber geschwärmt, so auch in dieser, denn die ganze Woche war wunderbar sonnig und es soll auch am Wochenende zumindest zum Teil schön bleiben. Und ja, ich habe ein bisschen Farbe abbekommen, auch den ein oder anderen Mückenstich oder was auch immer, was für ein Tier das gewesen ist. Aber es ist vollkommen egal, es ist Sommer und es ist schön. Und ja, man kann es ja gar nicht verbergen. Ich war heute frisch beim Friseur und habe mir meinen Undercut wirklich undercutten lassen. Vorher war er ja wirklich nur sehr, sehr kurz geschnitten. Heute kam die Raspelmaschine und ich finde es großartig. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Es fühlt sich irgendwie frisch an und ich fühle mich wirklich so, wie wenn es sich einfach so gehört. Habe heute schon 3-4 Mal bin ich am Spiegel vorbeigelaufen und dachte, ja, mit diesem dunklen, was halt so meine Naturhaarfarbe ist und dem blondierenden hier oben, was jetzt natürlich noch ein bisschen friseurmäßig aussieht. Ich denke, nach der ersten Wäsche sehe ich wieder ein bisschen mehr aus wie ich selbst. Aber ja, mir gefällt das unglaublich gut. Auch hinten wieder schön kurz. Und ja, das habe ich mir heute gegönnt und vor der Arbeit. Und ja, die Sommerfrisur muss immer mal wieder sein. Aber in dieser Woche soll es nicht um Frisuren und Sommer gehen, zumindest so zum Teil, sondern natürlich auch um die Bücher. Und zwar habe ich 3 Bücher gelesen. Ich habe eins abgebrochen und eins von den 3 war ein Hörbuch. Ja, ein bisschen Serie, es gibt Pläne fürs Wochenende, es gibt ein Buch, das gemeinsam gestartet wird und ja, ich denke, wir fangen einfach mal an. Als erstes beendet habe ich am Wochenende Der Circle von Dave Eggers. Das war ja das Leseklubbuch aus dem Monat Mai und ich habe es jetzt dann auch beendet. Ein bisschen schneller als die Lesegruppe geplant war, aber ich denke, das ist ja eher ein gutes Zeichen. Dann, ja, da ist sogar noch die Markierung drin. Dann haben wir in der Dan Simmons Lesegruppe Die Entdeckung der Langsamkeit von Stan Nadolny gelesen. Und dieses Buch habe ich leider nach, ja, so gut einem Drittel, ja, nach 150 Seiten von 350, also ja, ein bisschen mehr, eigentlich sogar mehr als die, nee, nicht ganz die Hälfte, so. Ja, Mathe heute 6. Ja, das habe ich aber leider abgebrochen. Warum und weshalb, dann natürlich mehr. Dann war mir am Wochenende nach einem Hörbuch. Irgendwie hatte ich gefühlt nichts auf dem Hörbuch-Sub, was mich direkt angesprochen hat. Das ist ja manchmal so. Und mir war nach etwas schnulzigem, romantischen, nach Sommer-, Frühlingsstimmung. Und so bin ich bei Nicolas Barreau gelandet, das Café der kleinen Wunder. Das habe ich ja auch in dieser Woche gehört. Ich glaube, am Mittwoch dann auch beendet. Und als letztes habe ich heute beendet Der schwarze Thron von Kendara Blake. Ein Buch, das gefühlt doch in recht viel Munde sozusagen ist. Ein High-Fantasy-Roman. Und ich sehr, sehr neugierig war, ob mir das gefallen wird. Aber machen wir wie immer der Reihe nach. Und zwar Der Circle von Dave Eggers. Ein Buch, das im Oktober 2015 im Kiwi Verlag erschienen ist, was als Taschenbuch 11 Euro kostet, als E-Book 10, hat 560 Seiten, gibt es gebraucht, auch schon günstiger. Und das haben wir gemeinsam gelesen im Leseklub, schon länger ein Subbuch von mir, wollte ich jetzt gerne lesen, weil der Film, glaube ich, im August, September irgendwie so mit Emma Watson in der Hauptrolle herauskommt. Und ja, es geht in dem Buch um den Circle. Der Circle ist eine Firma, eine sehr moderne Firma, eine Firma, die sehr viel für ihre Mitarbeiter tut, die aber auch den Mitarbeitern relativ viel abverlangt, sehr innovativ, sehr experimentell. Und ja, wir treffen dort auf May, sie ist 24 Jahre, fand ihren alten Job unglaublich langweilig, es gab keine Bestätigung, keinen Aufstieg, das Leben war unglaublich langweilig und ja, sie kommt durch eine frühere College-Freundin Annie in den Circle und trifft dort ja, auf die innovativen Ideen der 3 Weisen, so heißen die 3 ja, Firmenchefs, die das Imperium sozusagen erschaffen haben. Und in dieser Firma auf dem Campus gibt es gefühlt alles. Man geht dort seiner Arbeit nach, sie ist anfangs so eine Art Kundenberaterin, Betreuerin
Und ja, klärt da im Grunde Fragen von Kunden. Und ja, da auf dem Campus aber nicht nur gearbeitet wird, sondern ja, auch allerhand Freizeitaktivitäten. Es kann man da eben auch ein Fitnessstudio nutzen. Es gibt dort Konzerte, es gibt Restaurants, es gibt Geschäfte, wo es innovative Produkte zu kaufen oder auch Geschenk gibt. Man kann sogar auf dem Campus übernachten. Es gibt dort auch Mitarbeiterwohnungen. Und man soll, wenn möglich, so viel Zeit es geht, ja, im Circle verbringen, denn der Circle möchte alles von seinen Mitarbeitern wissen. Und mit alles meine ich alles von der Gesundheit über wo die Leute sind, was sie da sehen, was sie da machen, was sie beschäftigt. Alles wollen sie wissen und ja, wollen, dass auch die Mitarbeiter das im Social Media mäßig eben auf der Seite vom Circle sozusagen teilen. Und ja, es hört sich nicht nur ein bisschen beängstigend an, es war auch tatsächlich ein bisschen beängstigend, denn man kommt sich irgendwann ein bisschen so vor wie in einer etwas merkwürdigen Sekte. Ja, das soweit zur Handlung. Es ist ein dystopischer Science-Fiction-Roman, absolut für Erwachsene, überhaupt nichts Jugendliches. Wer das vielleicht irgendwie gedacht hat, den kann ich beruhigen. Das ist keine Jugenddystopie, das ist ein grandioser, dystopischer Roman unserer Zeit, der die Themen der Überwachung, des Social-Media-Lives wirklich aufnimmt, sich damit beschäftigt und es eigentlich an Absurdum führt und trotzdem irgendwie genial ist. Also es war ein unglaublich geiles Buch. Es hat mich wirklich beschäftigt, mitgerissen und hat gezeigt, dass eben jede Medaille zwei Seiten hat. Denn zum Beispiel, es gibt Entwicklungen im Circle, die zum Beispiel, ja, dass man Kinder mit einem Chip ausstattet und man sie so im Grunde vor Entführungen im Grunde schützt, weil wenn die Kinder gechippt sind, entführt sie niemand. Die den Eltern Sicherheit geben, wo sind meine Kinder, man ganz schnell eingreifen kann, wenn die Kinder nicht da sind, wo sie sind. Hat natürlich den Vorteil, dass man gefühlt sein Kind immer unter Kontrolle hat, hat aber natürlich auch extreme Schattenseiten. Und so war es bei vielen, vielen Ideen. Und ich fand Dave Eggers hier unglaublich innovativ und kreativ. Der hat Dinge erfunden, die auf den ersten Blick wahnsinnig toll und spannend und wirklich positiv wirken. Und dann rücken sie aber in ein Licht, wo man denkt, will ich das aber wirklich? Und das fand ich wirklich großartig gemacht. Diese Idee, wie wir Menschen im Grunde jetzt schon ticken, wie wir vielleicht noch mal in 10 Jahren ticken, wenn man sich auch andere Generationen anguckt, die schon wirklich mit Facebook aufwachsen, mit YouTube aufwachsen, mit Vlogs aufwachsen, was ich in meiner Generation noch so gar nicht hatte. Und das immer selbstverständlicher wird und wo diese Selbstverständlichkeit dann hinführen kann. Und es war sehr, sehr kritisch betrachtet. Es hat uns wirklich gezeigt, wo es hinführen kann. Und dazu hatten wir aber eine Protagonistin, die man ständig schütteln möchte. Nicht, weil ich sie schlecht geschaffen fand, sondern einfach, wie sie Eggers hat handeln lassen. Man möchte May eigentlich schütteln. Man möchte, dass sie erkennt, was der Circle ist, weil wir es wissen. Aber May tatsächlich einfach dahin geht und das positiv sieht und alles positiv sieht und man da am Anfang immer denkt, Mensch, Mädel, jetzt hinterfrag doch mal irgendwas. Und wir aber hier einen Protagonisten haben, die wirklich genial ist. Also die mal ganz anders ist, als man es sonst vielleicht kennt. Und auch wenn man sie schütteln möchte, weil man selbst eben glaubt, es besser zu wissen, ist es eben gut, dass wir es nicht können, sondern es wirklich mit den Augen von May sehen. Und das macht dieses Buch so besonders und genial und hat mich absolut überzeugt. Also mir hat die Story unglaublich gut gefallen. Ich konnte das Buch dann nicht mehr weglesen. Ich glaube, wir hätten geplant bis Mittwoch gelesen und ich musste es am Sonntag dann durchsuchten, also die letzten 200 Seiten. Ich konnte es nicht mehr weglegen und ich fand es einfach nur Hammer. Also es hat mich wirklich extremst begeistert. Es ist wirklich eine Dystopie unserer Zeit. Es ist wirklich tolle Science Fiction, die gar nicht so weit weg ist. Es gab wunderbare Ideen und ich war wirklich hin und weg und gleichzeitig natürlich auch bestürzt, wo das hingehen kann oder ja, vielleicht in manchen Fällen sogar schon hingegangen ist. Und man entdeckt sich da an mancher Stelle auch wieder und ja, muss man so kurz innehalten und sich denken, ja.
Also, großartiges Buch, absolutes Monatshighlight, wenn nicht sogar schon ein Jahreshighlight. War wirklich großartig erzählt, eine tolle Dystopie, ein toller Science-Fiction-Roman. Und ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich hoffe, dass man ihn gut umsetzen kann. Ich kann mir das von den genialen Ideen auf jeden Fall schon vorstellen. Und es war ein Buch, das auch meinen Puls erhöht hat an mancher Stelle und ich wirklich gestresst war von diesem Leben, das May führt und wo ich dann auch gemerkt habe, so Steffi, jetzt musst du mal durchatmen und deinen Puls runterfahren. Das passiert mir tatsächlich nur bei sehr, sehr wenigen Büchern. Also wirklich großartig, absolute Empfehlung. Wer Science-Fiction mag, Dystopie mag, der ist hier absolut richtig. Wir haben hier eben nicht ein Land, einen Staat, der im Grunde die Dystopie ist, sondern eben ein Unternehmen, das, ja, irgendwie freakig ist, aber irgendwie auch geile Ideen hatte. Ne? Das kann man dem Buch, der Geschichte, dem Circle ja nicht abspinstig machen. Ja, nach einem Buch, in dem ich mich gestresst gefühlt habe, kamen wir dann zu Stanard Dolneys Die Entdeckung der Langsamkeit, ein Buch, das 2012 im Piper Verlag erschienen ist. Sowohl Taschenbuch wie E-Book kosten 11 Euro, gebraucht bekommt man es aber schon günstiger. Es hat 384 Seiten und ich habe es nach etwa der Hälfte von 148 150 abgebrochen. Ich bin auf dieses Buch gestoßen, als wir im Januar in der Dan Simmons Lesegruppe Terror gelesen haben. Ein Buch, das mich ja sehr, sehr begeistert hat. Vom Schreibstil her, von der Story dieser Schiffe, die da im Nordatlantik, ist es der Nordatlantik? Die Nordwestpassage eben, ja, im Grunde stranden. Und wir eben die Geschichte von Captain John Franklin so ein bisschen erleben und die Terror von Dan Simmons. Das Buch war ja historisch, mit aber einer gewissen Freiheit und eben so eine Mischung aus historischen und Fiktion, was ich großartig fand. Und ich bin bei meinen Recherchen über John Franklin und die Terror eben auf dieses Buch von Stanard Dolney gestoßen und war sehr schnell angetan von der Idee, dass die Menschen eben ja ein bisschen langsam machen müssen und ja, haben dann im Leseklub angelehnt an Dan Simmons mit diesem Buch begonnen. Doch recht schnell, glaube ich, war die Mehrheit nicht so begeistert von dem Buch. Denn wir erleben zu Beginn den 10-jährigen John Franklin, der außergewöhnlich langsam ist. Er ist sehr geduldig, ausdauernd und er träumt auch recht viel und möchte gerne zur See fahren. Und das macht er gemütlich und langsam. Und er geht dann auch irgendwie zur Marine und zieht auch in den Krieg. Und auch da ist so gefühlt noch so ein bisschen alles entspannt. Und ja, im Grunde möchte er ja irgendwann einfach nur die Nordwestpassage entdecken und durchfahren. Und ja, macht das gemütlich und langsam. Und das ist das große Problem dieses Buches. Sprachlich hat es mir am Anfang sehr gut gefallen. Doch irgendwann hätte ich auch mit offenen Augen schlafen können und es hätte keinen Unterschied getan. Ich fand es tatsächlich sehr, sehr schade, dass es so gekommen ist. Ich hätte es unglaublich gerne gemocht, aber dieser John Franklin, wie der dargestellt wurde, mit dieser Langsamkeit und dieser Geduld und er hält 1,5 Stunden ein Seil nach oben, wo andere Kinder den Ball drüber werfen und er steht immer noch da und guckt dann vom Boden zum Baum und zu den Wolken und er steht da und wenn er nicht gestorben ist, dann steht er immer noch da. Das war ja, nach 150 Seiten wusste ich nicht, wo der Autor mit mir hin möchte und ja, ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich hatte keine Intention herauszufinden, ob John Franklin es schafft, die Nordwestpassage zu durchfahren oder ob er nicht oder wo dann der Bezug irgendwann zu Terror kam. Mir war vollkommen klar, dass es kein Dan Simmons Buch ist, dass es nicht mit der Terror vergleichbar ist. Aber ich hatte gedacht, das ist so eine schöne Ergänzung und ja, leider war das ein Satz mit X. Ja. Schade, schade, schade. Ich hätte es sehr gerne gehabt, dass es mir gefällt und dass es mich begeistert. Vielleicht war es aber auch einfach nur die falsche Zeit, denn nach der Circle war es vielleicht einfach
blöd, so ein langsames Buch zu lesen. Kann durchaus auch sein. Aber ganz anders dann, das Café der kleinen Wunder von Nicolas Barrot wurde von mir gehört. Das ist erschienen letztes Jahr im September im Thiele Verlag, kostet gebunden 20 Euro, als E-Book 16 und kostete bei Audible einen Gutschein, hat 320 Seiten, sind circa 7,5 Stunden gewesen und wurden gesprochen von Steffen Groth, den Namen habe ich mir mal aufgeschrieben, ist wohl auch ein deutscher Schauspieler, der mir vom Namen aber nichts gesagt hat. So viel selber gesagt, die Geschichte hat er sehr schön gesprochen. Ich habe da die Stimme sehr angenehm empfunden, mit wirklich einer Lebendigkeit, was mir gut gefallen hat. Und ja, wirklich eine männliche Stimme, die ich sehr angenehm fand und die Spaß gemacht hat, ihm zuzuhören. Ja, mir war nach etwas Kitschigen und mir war nach etwas Romantischen und vielleicht auch ein bisschen nach Paris. Und mir war nach Nicolas Barrot, von dem habe ich glaube schon 3 oder 4 Bücher gelesen. Ich hätte auch noch eins auf dem Sub gehabt. Da mir aber nach einem Hörbuch war, wie es manchmal so ist, habe ich mich dann so entschlossen, ja, dann eben das Buch aus dem letzten Jahr zu hören und habe es mir heruntergeladen. Und habe es mir heruntergeladen, was ja dank Audible wirklich wunderbar geht. Und dann auch die Geschwindigkeit so auf 1,5 gedreht. Und dann habe ich die Geschichte genossen. Ja, wir sind hier bei der 25-jährigen Nelly. Sie mag Bücher und ist auch ein Fan von Langsamkeit. Allerdings ein bisschen anders wie John Franklin. Und sie verliebt sich in ihren Professor ganz still und leise. Und erhofft, dass er das irgendwann merkt und ja, im Grunde dann ihrer Liebe verfallen ist. Und sie leidet unter extremer Flugangst, sodass sie dann eines Tages nicht mit auf einen Kongress fliegen kann, zu dem er sie einlädt. Und kurze Zeit später erzählt er ihr, dass er nach Italien zieht, zu einer Frau, in die er sich eben verliebt hat auf dieser Tagung. Und ja, Nelly ist verzweifelt und wütend auf sich selbst und ja, packt dann ihre Sachen, kauft sich eine teure rote Tasche und fährt an einem kalten Wintermorgen, ja, mit dem Zug nach Venedig und verlässt sozusagen Paris und ist dann auf der Suche nach einem rätselhaften Satz, den sie von ihrer Großmutter, bei der sie aufgewachsen ist, kennt, den ihre Großmutter in einem Ring hatte, und diesen Satz entdeckt sie dann eben auch in einem Buch. Und ja, dann geht die Suche in Venedig eben los, was es mit diesem Satz auf sich hat, was es mit ihrer Großmutter auf sich hat und was es mit der bekannten Liebe aus Venedig auf sich hat. Und es klingt nach einer wunderbaren Geschichte und die war es auch wirklich. Ich finde wirklich, Nicolas Barrot hat es wieder geschafft, mich zum Lachen zu bringen, zum Schmunzeln zu bringen, zu Träumen zu bringen und mir wirklich sowohl Paris wie auch Venedig nahe zu bringen und es wirklich wunderbar verpackt einfach rüberzubringen. Und das war eine wunderbare Geschichte. Ich mochte Nelly unglaublich gerne. Ich mochte die Missgeschicke, die ihr passieren, Dinge, die sich in ihrem Umfeld eben aufklären, auflösen, warum, weshalb, Flugangst, warum der Professor, was es mit der Oma auf sich hat. Und ich finde diese Geschichtsstückchen einfach wunderbar verpackt zu einer ganz besonderen Geschichte, die einem wirklich ans Herz geht und die wirklich ganz viel Spaß gemacht hat. Und man konnte sich da so einfühlen und man konnte mitfühlen und man war so mit vor Ort und als hätte Nelly eben einem die Geschichte erzählt und ich fand das wirklich großartig und ich mochte auch die Nebencharaktere, die sehr, sehr gut ausgearbeitet waren. Es gibt da natürlich so ein paar Nebencharaktere, die ein bisschen wichtiger sind und ich finde, das hat Nicolas Barrot wirklich ganz, ganz großartig gemacht. Die Sprache ist halt schon sehr, sehr künstlerisch gefühlt, also sie ist schon sehr romantisch, sehr feinfühlig, sehr tiefgründig und man hat einfach Spaß, ja, im Grunde diesen Sätzen zu lauschen und ihnen zu folgen und sich von dieser ganzen Geschichte und dieser Atmosphäre so ein bisschen einlullen zu lassen. Und ja, es war wunderschön. Ich habe das unglaublich gerne gehört. Ich glaube, am Mittwoch habe ich es dann beendet und hatte dann wirklich Spaß, sowohl vor der Arbeit gehört, ich habe mittagspausen technisch gehört, ich habe abends im Bett gehört, natürlich beim Putzen, wie man es klassischerweise oftmals bei einem Hörbuch macht, und fand es wirklich wunderschön. Wirklich ein Hörbuch und auch eine Geschichte, die absolut empfehlenswert ist und die mir nach dem abgebrochenen Buch auch wirklich sehr, sehr gut getan hat. Und dann ging es auch schon, ja, parallelerweise in ein ganz anderes Genre, denn ich habe dann zu High Fantasy gegriffen, zum Schwarzen
schwarzen Thron von Kendara Blake. Das ist der erste Teil entweder einer dreiteiligen oder vierteiligen Reihe. Ich habe das noch nicht ganz herausfinden können. Es ist der erste Teil und hat den Untertitel Die Schwestern. Ein wunderschönes Cover, wie ich finde. Ist am 9. Mai diesen Jahres im Penhaligon Verlag erschienen. Wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Kostet broschiert 15 Euro, als E-Book 10 Euro und hat knapp 450 Seiten. Der zweite Teil soll schon im September folgen. Da gibt es schon auch das Cover dazu und auch das genaue Datum. Und ich war sehr, sehr gespannt auf diese Geschichte, denn sie ist von einer Frau geschrieben, was ja eher untypisch ist im High-Fantasy-Sektor. Ja, gibt es natürlich, aber einfach seltener. Das heißt, man guckt da natürlich immer mit einem besonderen Auge hin, weil man natürlich auch ein bisschen, ja, erhofft, dass das weibliche Gespür einen im Grunde einfach noch ein bisschen mehr packt, als es vielleicht die männlichen Kollegen können. Und ich muss ehrlich sagen, schon mit dem Zitat zu Beginn hat die Frau mich eigentlich gehabt. Und ich habe es mir extra rausgeschrieben, weil ich es so toll fand. Und zwar: Drei Königinnen, dunkel, unschuldig, klein, einem Schoß entsprungen, können niemals Freundinnen sein. Drei dunkle Schwestern, jede so schön, zwei werden verschlungen, nur eine gekrönt. Und das ist im Grunde auch schon die Geschichte vom Schwarzen Thron, denn wir begleiten hier drei Schwestern, die unterschiedlicher gefühlt nicht sein können, ja, kurz vor ihrem 16. Geburtstag, das Jahr, in dem es dann darum geht, welche der dreien dann eben die Königin wird. Denn die Königin, die aktuell amtierende Königin, hat eben Drillinge zur Welt gebracht und alle drei haben eine unterschiedliche Begabung. Wir haben hier eine, die die Elemente beherrschen können, wir haben eine Giftmischerin, die selbst auch Gift essen und trinken kann, und wir haben die Naturbegabte, und alle drei wurden kurz nach der Geburt, glaube ich, auch getrennt, wachsen in den jeweiligen, ja, Königreichsteilen auf, wo sie eben mit ihrer Begabung, ja, im Grunde hingehören, und wachsen da relativ normal auf, werden dort schon als Königin behandelt, ein bisschen bevorzugt, erfahren auch schon so ein bisschen, was es bedeutet, dann irgendwann Königin zu sein. Und ja, zum 16. Geburtstag, um diesen Geburtstag herum, geht es dann eben darum, dass diese drei Schwestern gegeneinander kämpfen müssen und eben nur eine überlebt, die dann eben gekrönt wird. Und das klang nach einer genialen Idee, nach einer wirklich fantastischen Geschichte, und ich fand es wirklich auch sehr, sehr gelungen. Es war wirklich eine Geschichte, die mich von Anfang gepackt hat, in der Mitte ein bisschen geschwächelt hat und gegen Ende hin wieder absolut begeistert hat. Und da der Schwächelteil in der Mitte nur mal so gefühlt einen Leseabschnitt gebraucht hat, war das gar nicht weiter dramatisch. Denn die Idee ist grandios. Wir verfolgen alle drei Schwestern. Wir wissen immer zu Beginn des Abschnittes, wo wir sind. Insofern wissen wir dann auch, wer wir sind. Es wird in der dritten Person erzählt, sodass man eben nicht nur erfährt, was die Schwestern wissen, sondern haben eben auch Erzählungen von Menschen drumherum, die wichtig sind für die jeweilige Schwester. Und so bekommen wir ein Komplettbild, was ich wirklich absolut gelungen fand. Ich mochte die Welt, auch wenn sie sehr brutal ist. Allein diese Idee, dass da drei Schwestern sind, die sich gegenseitig umbringen müssen, damit eine herrschen kann, ist natürlich schon an Brutalität fast nicht zu ändern und gar nicht zu steigern. Und auch wenn man dann denkt, bei der Giftmischerin gibt es Momente, wo sie Gift ist, wo teilweise schon die Tiere, die sie dann essen muss, vergiftet werden. Und das fand ich schon, da habe ich echt manchmal gedacht, jetzt ist auch gut, ich kann mir das jetzt vorstellen, ne? Also es war manchmal schon fast too much informations, aber man konnte sich die Welt großartig vorstellen. Es war wirklich sehr fantasievoll erzählt, es war schnell erzählt, spannend erzählt. Es gibt so neben der kleinen Länge in der Mitte auch so ein bisschen dieses Liebelei-Thema, das mich so ein bisschen gestört hat. Weil ich persönlich finde, bei High Fantasy hat Liebelei nicht unbedingt eine sehr vordergründige Rolle, ist meine Meinung. Und ich habe dann tatsächlich Probleme, wenn sich da Liebeleien untereinander, übereinander, nebeneinander irgendwie darstellen. Und ich mir so denke, ach, musste das jetzt wirklich sein? Das hätte es für mich nämlich überhaupt nicht gebraucht. Klar kann ich den Ansatz der Autorin verstehen, dass natürlich so eine Liebelei, egal wer mit wem und wo und warum, so ein bisschen diese Schwestern hat menschlich wirken lassen und dass sie eben auch Schwächen haben und dass eben in dem Fall tatsächlich öfter mal die Liebelei war. Und das hat schon irgendwie zum Gesamtbild gepasst,
war für mich aber manchmal einfach ein bisschen unpassend. Und deswegen so ein klitzekleiner Kritikpunkt, wo ich denke, ich hoffe mal, dass das in den nächsten Teilen nicht höher gespielt wird und wir am Ende irgendwo so ein Liebesdreieck, Fünfeck, Achteck haben, sondern uns wirklich auf die Geschichte, auf den Plot konzentrieren und dieses Liebelei nach wie vor eher ein Nebenthema bleibt und eher noch nebensächlicher wird, als es ist. Sprachlich wirklich großartig. Ich fand wirklich, es hat Spaß gemacht, es zu lesen. Ich habe immer gern zu diesem Buch gegriffen, habe mich auch abends immer gefreut, endlich den E-Book-Reader in Händen zu halten und da loszulegen. Und es hat mir wirklich gut gefallen. Ich fand es wirklich eine tolle Geschichte, die mich wirklich begeistert hat. Und ich freue mich jetzt sehr auf September und den zweiten Teil und hoffe, dass es dann auch ganz schnell den dritten Teil geben wird, vielleicht auch den vierten Teil, sodass wir vielleicht in etwas über einem Jahr wirklich diese ganze Geschichte kennen, die Geschichte der Schwestern, denn der Cliffhanger am Ende von Band 1 ist unglaublich gemein. Man sitzt nur da und denkt sich, oh, ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, tolles Buch, hat mir sehr, sehr gut gefallen, tolle Idee und für alle High-Fantasy-Fans auf jeden Fall ein Buch, das man gelesen haben sollte, nicht muss, aber sollte, weil es wirklich mal was ganz anderes ist und eben man auch spürt, dass da mal was Neues in diesem Genre passiert. Und das fand ich wirklich toll. Hat echt Spaß gemacht. Wirklich eine ganz klare Empfehlung von mir. So, jetzt hoffe ich, dass es nicht zu dunkel wird. Jetzt verschwindet nämlich langsam die Sonne, aber ich denke, das kriegen wir jetzt noch hin. Ich habe nicht mehr so viel. Buchtechnisch war es das ja schon. Heute am Samstag starten wir in einer kleinen Facebook-Gruppe mit Die Bienen von Laleen Paul. Hier geht es wohl auch dystopisch zu, allerdings geht es hier tatsächlich um Bienen und wir erleben eben das Leben einer Biene und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, freue mich darauf. Ich werde ja mit etwas Verzögerung erst am Sonntag einsteigen, aber wer noch Lust hat und das Buch vielleicht zu Hause hat, kann natürlich gerne mal in die Infobox schauen. Da ist die Facebook-Gruppe auf jeden Fall verlinkt. Ja, die Bücherwoche heute ja gefühlt eigentlich schon Tag früher, weil es bei mir ja erst Freitagabend ist, denn ich fahre morgen früh zur lieben Susan von Susan Lives und wir haben hoffentlich ein wunderbares Wochenende bei ihr. Ich werde erst Sonntagnachmittag wieder zurückfahren und ja, wir haben viele Gespräche auf dem Plan. Ich möchte unbedingt, nachdem es ja bei mir keinen gibt, mal zu IKEA. Habe auch schon so die ein oder andere kleine Wunschliste geschrieben und ich freue mich da auf ein Wochenende. Dementsprechend natürlich heute die Bücherwoche auch schon einen Tag früher da. Insofern, dass jetzt alles mit dem Hochladen und Rendern klappt. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall sehr. Es wird also ein bisschen ruhiger auf den Social Medias, denn ich glaube, Sus und ich ja, haben den ganzen Tag so viel zu quatschen, dass wir da wahrscheinlich ein bisschen unaktiver sein werden. Dann habe ich in dieser Woche natürlich auch wieder Downton Abbey geguckt. Ich bin in Staffel 4. Es ist ungemein Drama passiert und es ist einfach eine geile Story. Also auch hier muss ich sagen, wir entwickeln uns ja langsam in eine Zeit, in der im Grunde die Welt so ein bisschen im Umbruch ist, was die Frauenrechte angeht, überhaupt auch die Einmischung von Frauen in das Weltgeschehen. Und das finde ich großartig gezeigt und wie eben so ein bisschen die Charaktere da ja, sich verändern und auch verhalten und eben so ein bisschen der Unterschied jung-alt und ja, aber absolut großartig. Ich liebe die Serie und freue mich jetzt auf den Rest der vierten Staffel und Staffel 5 und 6. Und auch sehr, sehr freuen tue ich mich auf Sherlock Staffel 4. Die wird am Sonntag, also Pfingstsonntag und auch Pfingstmontag, jeweils um 21.45 Uhr auf der ARD ausgestrahlt. Und nächsten Sonntag, glaube ich, nochmal, ja, Sonntag, auch um 21.15 Uhr ebenfalls auf der ARD. So eine Folge von Sherlock dauert ja immer so gefühlt 1,5 Stunden. Und ich bin mega, mega gespannt, wie es nach dem Staffelfinale der dritten Staffel jetzt weitergeht. Ich freue mich auf Sherlock, ich freue mich auf Watson und auf Mycroft und ach, ich bin da absolut im Fieber und ich freue mich darauf, bin mega gespannt und ja, muss dementsprechend spätestens um 21:45 am Sonntagabend wieder zu Hause sein, um ja, mir Sherlock anzugucken und ja, freue mich jetzt aber natürlich auf das Wochenende, auf die Zeit mit Susan. Wir haben in Planung vielleicht das ein oder andere Video gemeinsam zu drehen, einfach wieder einen Tag, weil man da sich einfach wunderbar austauschen kann. Mal gucken, wie wir da Zeit und Muse haben und Lust haben und dann könnt ihr das vielleicht in der nächsten Woche dann auch sehen. Aber ich verspreche nichts, geplant ist es so im Groben, aber wir gucken einfach mal, wie wir Zeit und Lust haben und ja, das war es heute auch schon von meiner Woche. Ich
denke, auch genug gequasselt. Welche Bücher habt ihr denn so ein bisschen gelesen? Kanntet ihr eins der Bücher, die ich euch heute gezeigt habe? Und wie haben sie euch dann gefallen? Seid ihr auch im Sherlock-Fieber und freut euch auf Staffel 4? Gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes langes Wochenende und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.